Maschine von Labor mit 1 an Deck. Und bin einfach oben. Hier an Bord arbeiten wir in 2 Schichten. Ein Kollege von der Universität in Santiago und ich, wir leiten die geologischen Labors und Decksarbeiten hier. Und unsere Arbeit umfasst hauptsächlich die Stationssuche. Das heißt, wir versuchen Stationen zu finden, wo passende Sedimente vorhanden sind. Das zusammen mit den Kollegen aus der Hydroakustik. Und dann ist unser Hauptbereich die Arbeit an Deck. Wir versuchen oder wir bereiten die Geräte vor, die wir für die Probennahme benötigen. Wir befinden uns also viel draußen auf dem Arbeitsdeck bei Wind und Wetter, schrauben die großen Schwere- und Kolbenlote zusammen. Wir bereiten den Multicorer vor, setzen die Leineröhren ein, spannen das Gerät und bringen dann die Geräte in Zusammenarbeit mit der Mannschaft aus. Und dann nach Stationsende holen wir die Geräte mit der Mannschaft wieder an Bord. Dann vom Arbeitsdeck aus bringen wir die Sedimente in das Geolabor, wo die dann weiter bearbeitet werden. Hier befinden wir uns im Hydroakustiklabor. Das ist generell gerade bei maringeologischen Fahrten häufig die Schaltzentrale der Expedition. Hier verbringen wir sehr viel Zeit. In diesem Raum laufen die zentralen schiffsseitigen Echolotsysteme zusammen und können über verschiedene Rechnersysteme visualisiert werden. Hier können wir uns die Daten, die von verschiedenen Echoloten aufgezeichnet werden, ansehen, prozessieren und beurteilen. Unser Sedimentecholotsystem, das Parasound-System, ist eines unserer Hauptwerkzeuge, um geeignete Sedimentschichten zu finden, die wir hinterher mit unseren Kerngeräten beproben wollen. Dieses System ermöglicht es uns, in den Meeresboden hineinzuschauen, bis zu einer Tiefe von 200 Metern, je nach Beschaffenheit des Sedimentes oder des Untergrundes. Bei harten Untergründen, so wie wir es hier auf der rechten Seite sehen, das ist ein Beispiel für eine typische untermeerische Vulkanlandschaft mit sehr harten Reflektoren, wo man hier sehen kann, dass sich keine Sedimente abgelagert haben, aber kleine Vulkankegel erkennbar sind. Das ist ein guter Indikator dafür, dass es kein Gebiet ist, in dem wir Kerne ziehen können. Auf der anderen Seite haben wir halt dann bei Weichsedimenten, so wie hier auf der linken Seite, einen schönen Sedimentkörper, der sich über mehrere Hunderttausend, vielleicht auch Jahrmillionen Jahre aufgebaut hat. Man kann hier sehr schön die parallele Schichtung erkennen, was auf Sedimente hindeutet, die wir halt auch mit unseren Kolbenloten oder Schwereloten beproben können. Das heißt, das Sediment ist weich genug, dass unsere Kerngeräte das auch durchdringen können. Im Geolabor sieht die Hauptarbeit so aus, dass wir in erster Linie Probenbeutel, Spritzenproben, alles vorbereiten, mit der Stationsnummer versehen, damit das im Institut zu Hause alles nachvollziehbar ist, wo kommen die Sedimente her. Wenn die 5 Meter langen Linerrohre aus den Schwere- und Kolbenloten gezogen werden, bringen wir sie auch in Hangar oder das Geolabor. Dort werden sie von unseren Teams in 1 Meter handlichere Stücke zerschnitten, wieder mit Stationsnummern und Probentiefe versehen und dann anschließend, nachdem alles ordnungsgemäß beschriftet ist, werden die Sedimente der Länge nach gesplittet in eine Archivhälfte und in eine Workhälfte.
Archivhälfte, die liegt hier vor mir. Als allerersten Schritt, den ich machen muss, reinige ich einfach die Oberfläche von Verunreinigungen, die während des Teilens entstanden sind. Es werden halt Partikel über den Kern verschleppt. Das versuche ich mit dem Messer dann zu bereinigen. Und im Anschluss daran nehme ich die visuelle Kernbeschreibung vor. Das heißt, ich schreibe alle Strukturen, die ich im Sediment sehe, wie diese verschiedenen Farbübergänge, die man hier sieht, die nehme ich auf. Ich bestimme die Korngröße. Das mache ich tatsächlich mit einem Zahnstocher. Ich nehme Proben, teste das im Mund und weiß, wenn es noch ein bisschen knirscht, dann ist auf jeden Fall Silt oder sogar Sand drin. Und alles Kleinere, wenn ich gar nichts mehr zwischen den Zähnen spüre, das ist dann Ton. Das nehme ich dann alles in meinem Protokoll auf. Ich schaue, welche Mikrofossilien, also welche Überreste kleinster Lebewesen wir im Sedimentkern entdecken. Ich versuche zu schauen, ob dort Grabgänge von Tieren, die das Sediment durchwühlt haben, zu sehen sind. Und all das nehme ich dann in meine Beschreibung auf. Digitalisiere das dann später, damit das auch für die Nachwelt erhalten bleibt und manche Leute, die meine Schrift nicht lesen können, dann entziffern können. Und ja, weitere Strukturen, da weise ich dann auch meine Kollegen drauf hin, zum Beispiel diese Lage hier. Das könnte eine Aschelage sein, das kann ich jetzt aber so mit dem Auge relativ schwer bestimmen. Das wird dann von mir vermerkt in meiner Beschreibung und die Kollegin aus Russland, die wir dabei haben, die Expertin für Aschelagen ist, die wird sich das dann morgen nochmal unter dem Mikroskop anschauen und mir dann sagen können, ob es tatsächlich eine Aschelage ist, die wir hier haben, oder ob das einfach im Sediment veränderte Strukturen sind, die vorher schon so vorkamen. Dem Hangar bringen wir die Sedimente ins Loggerlabor, wo dann verschiedene Parameter der Sedimente gemessen werden. Und im Anschluss daran geht die Archivhälfte in ein zweites Labor, wo wir mit einer Spektralkamera das Farbspektrum der Sedimente aufnehmen, was uns auch Informationen über zum Teil eiszeitliche, warmzeitliche Zyklen liefern kann, durch unterschiedliche Carbonatgehalte, die sich in der Helligkeit des Sedimentes widerspiegeln. Die Workhälfte, also die Arbeitshälfte, die wir haben, die wird von uns im Hangar mit Spritzenproben beprobt. Diese Spritzenproben dienen der Analyse von Dichte, Kohlenstoffgehalt, Wassergehalt der Proben und gehen dann im Anschluss, zum Teil auch im Vorhinein, gehen sie ins Klimalabor. Unter 4 Grad Bedingungen werden dann Porenwasseranalysen durchgeführt. Es werden mikrobielle Proben genommen. Und im Anschluss daran gehen die Proben zurück zu uns, den Geologen in den Hangar, dass wir die dann auf die Weiterreise zurück nach Deutschland vorbereiten. Multicora sieht das Prozedere ein bisschen anders aus. Es sind diese 60 cm langen Plastikröhren, die mit Sediment der Oberfläche gefüllt sind. Und diese Oberflächensedimente, die werden von uns in 1 cm Intervallen zerschnitten, in Probenbeutel und in Gläser abgefüllt und dann auch an die verschiedenen Arbeitsgruppen zu Hause und in den anderen Instituten verteilt. Von Arbeitswerk an Deckung gelassen.